fühle mich selber einfach nicht so wohl in meinem Körper. Und das dann noch vor der Kamera zu präsentieren in sexy Outfit ist halt nicht unbedingt, was ich gerne machen würde. Lifestyle und Landleben, Gummistiefel und Pumps, Jetset und Jauchegrube. Unvereinbar? Nein. Sandra und Marc aus Schlangen machen's vor. Die 22-jährige Sandra hat große Pläne. Als Hobbymodel und Freizeitdesignerin will sie den großen Durchbruch schaffen. Bis dahin verdient sie ihre Brötchen ganz bodenständig, als Anlagenmechanikerin. Unterstützung in allen Bereichen bekommt sie von ihrem Lebensgefährten Marc. Der 37-jährige ist Landwirt, Sänger, Disco-Besitzer und Musikproduzent. Sandras vierbeinige Lieblinge sind Pferd Fidelio und ihr Chihuahua-Hündchen Coco Chanel. Wesentlich entspannter geht es dagegen bei Familie Sharp aus Schwalbach zu. Laura ist zwar erst 21, in der Rolle der Mama geht die junge Hausfrau aber voll auf. Wenig Unterstützung bekommt sie von ihrem Göttergatten Dwayne. Der 34-jährige Programmierer hat vor allem Augen für eins, seinen Computer. Karrierebewusstes Powerpaar tauscht mit gemütlichen Familienmenschen. Vollblutmama trifft auf selbstbewusstes Model. Ab geht's auf den ländlichen Laufsteg. Herzlich willkommen in unserem glamourösen Landleben. So, hier ist mein Badezimmer. Habe ich selber gemacht. Ich bin eine Klempnerin und deswegen ist das mein kleines Prachtstück im Haus. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Hier ist unsere kleine Küche. Die benutzen wir nicht so häufig. Wir gehen meistens essen oder bestellen was. Hier ist unser Essbereich. Morgens frühstücken Marc und ich immer. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir einen spannenden Tag starten, da unser Tag ja immer sehr anstrengend ist. So, hier ist unser Wohnzimmer. Hier lassen wir den Abend ausklingen, gucken Fernsehen, machen gemütliche Abende hier. Bin hier auch sehr stolz drauf. Ich habe hier alles selber bezahlt. Und arbeite auch sehr hart dafür. Oh, baby. Ooh, give me the time of my life. Hier ist mein Ankleidezimmer. Hier habe ich meine ganzen Klamotten stehen und meine High Heels in der Ecke versteckt. Ja, die habe ich meistens vom Shooting irgendwie mitgenommen oder so, da ich natürlich Model. Perfekt. So, hier schlafen Marc und ich. Die Prinzessinnenwand, die habe ich selber gemalt. Mit Glitzer, bling, bling. Ich bin halt ein Mädchen. Ja, hier ist meine Trainingsecke, damit ich fit bleibe. Reiten reicht da nicht und deswegen mache ich hier noch ein bisschen Heimtraining. It's amazing, it's amazing, all that you can do. Das ist die Disco von Marc und seinem Bruder. Hier werden Partys geschmissen, Veranstaltungen gemacht oder Auftritte von den beiden. Und hier steht natürlich auch Arbeit an. Wenn jetzt irgendwie die Theke gemacht werden muss, dann stehe ich hinter oder helfe mit Putzen, mit Aufbauen oder wenn Bauarbeiten sind, da helfe ich natürlich auch und pack mit an. Hier sind wir im Tonstudio bei Marc und seinem Bruder. Ja, der verbringt sehr viel Zeit hier und arbeitet auch. Manchmal braucht er auch meine Meinung, ne? Ja, den Song habe ich mal. Willst du mal reinhören? Ja. Ne, das ist ganz eigentlich der Refrain eigentlich. Ne? Was perfekt ist, immer perfekt eigentlich. Nein, ist gut. Finde ich gut. Ja. So, das ist mein Pferd Fidelio. Die Box muss jeden Tag ausgemistet werden. Es ist super wichtig, dass sie immer schön sauber ist. Du bist leichter. Willkommen in unserem Freizeitheim. Echt schön hier. Ist doch alles wunder, wunder. Sauber halten, alles selbst gemacht. Was du auch machst, mach das nicht selbst. Das ist das Bad. Wow, hübsch. Essbereich und offene Küche. Aber das Haus ist echt toll. Das Haus ist super. Und hier ist Wohnzimmer. Schön, so schön. Nee, was ist das schön? Schlafzimmer. Oh, wow. Die wirst du brauchen. Nicht ihr Ernst, oder?
Und das ist sie wahrscheinlich auch. Model. Na klasse. Ich und Model. Im Leben, ne? Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Bitte schau dir unseren Bauernhof an. Okay, das meinte sie dann wahrscheinlich mit Besuch mal unseren Bauernhof. Mit Pferden. Vielleicht muss ich jetzt Pferdchen reiten. Stall ausmisten. Bist ja ein Riese. Na du? Gehört ja alle zur Tauschmama. Ist ja auch groß. Hallo, willst du mal schnuppern? Spaß ist unser Leben. Ein bisschen Spaß muss sein. Eine Bar. Ich muss bedienen, auf dem Tresen tanzen. Ja, auf dem Tresen tanzen, da werden wahrscheinlich die High Heels sein. Ich glaube, da wird so einiges noch auf mich zukommen. Hier arbeitet Marc. Und Marc mit Herzchen, dann ist Marc vielleicht ihr Freund. Vielleicht muss ich dann auch anfangen, Schlager zu singen. Hoffentlich nicht. Hallo. Hallo. Ich bin der Marc. Hi, ich bin die Laura. Hallo, setz dich. Dankeschön. Guck mal, ein Blümchen habe ich hier mitgebracht. Oh, das ist lieb. Danke sehr. Also der erste Moment, wo ich reingekommen bin, habe ich gedacht, Glück gehabt. Also eine nette, sympathische junge Frau. Ich fand es auf jeden Fall zuckersüß, dass er mir Blumen mitgebracht hat. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Macht einen super positiven und netten Eindruck. Ja, ich habe ein paar Fragen an dich. Ja, klar. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel hier so einen Zettel gesehen, rumsitzen ist tabu. Auf was ist denn das bezogen jetzt? Also sie meint damit, bei uns ist es einfach so, wir arbeiten halt viel. Die Sandra macht natürlich zum Beispiel auch, hauptberuflich ist die Klempnerin. Ja. Das ist natürlich ein harter Job und natürlich nebenbei modelt sie so ein bisschen. Mhm. Dann machen wir mal ein Fotoshooting oder so, vielleicht kannst du ja mal die Sandra dann ersetzen. Wenn wir dann schon mal so eine hübsche Tauschmutter hier haben, ich habe ja gehofft, dass eine hübsche kommt, Glück haben wir gehabt, dann können wir die zum Shooting nehmen, weil die Sandra ist ja jetzt nicht da und einer muss es machen. Oder? Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, also ich werde mich davon nichts drücken, auch vom Stall ausmisten, vom Pferdchen nicht, unter einer Bedingung, dass ich mal reiten darf. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Das kriegen wir hin. Laura? Ja. Okay. Wir müssen jetzt zum Stall eben ausmisten. Hast du Bock? Na klar. Willst du dich noch ein bisschen umziehen oder so? Nee, ich werde mir nur die Jacke ausziehen. Ja. Ich ziehe mir noch eine Rose an und dann fahren wir los. Ne? Alles klar. Super, okay. Bis gleich. Bis gleich. Also den Stall misste ich jetzt sehr gerne aus. Und vielleicht darf ich immer ein bisschen das Pferd streicheln. Vielleicht darf ich ja heute schon mal reiten. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie das läuft. Also sie weiß, glaube ich, noch nicht, wie viel Arbeit wir wirklich haben. Sie ist ja jetzt noch neu, das muss man noch lernen. Also sie denkt so ein bisschen, nee, wir hätten nur Urlaub oder so wahrscheinlich. Es ist ja auch ganz schön hier. Aber wenn sie gleich die Arbeit sieht, wird sie schon ins Pusten kommen, denke ich. So, hier ist Forke, ne? Ja. Jetzt die ganzen Pferdeäpfel nehmen wir weg. Ja. Und das feste Zeug. Also das gute Stroh bleibt drin. Das nehmen wir so zur Seite. Und dann siehst du ja drunter, wo es feucht wird. Ja. Das muss dann alles raus in der Karre. Ne? Okay. Das mache ich doch mit links. Immer noch mit links. Ist okay für dich alles? Also ich habe es mir anstrengender vorgestellt eigentlich. Aber das fängt auf jeden Fall jetzt an, streng zu riechen. Ja, das riecht schon streng. Ah, das ist schön. Kann ich mal gerade was trinken gehen? Sollen wir nicht das eben fertig machen, Laura? Sandra und ich, wir machen das immer fertig und dann hinterher trinkt man umso lieber, was wir gerade geschafft haben. Okay. Ja, die Laura ist natürlich nicht so gut wie die Sandra bei ihrer Aufgabe gerade. Es fehlt ihr halt an Durchhaltevermögen. Also man muss halt, wenn man was anfängt, bis zum Ende durchziehen. So, ist okay so. Ja, Schaka. Ist doch schön, oder nicht? Haben es geschafft. Und jetzt gleich, weil wir die Arbeit alle gemacht haben, reiten wir. Okay. Also aufgegeben habe ich nicht, weil es ist ganz wichtig, dass ich mich dann auch an die Regeln und an die Aufgaben von der Tauschmama halte. Gegen Ende hat schon auch mal kurz zu kämpfen. Macht dir Spaß, Laura? Ja. Ja, guck. Auf jeden Fall macht es Spaß. Das Ausmisten hat sich auf jeden Fall gelohnt für die Belohnung, die ich bekomme, aber jetzt, um das Pferd zu reiten. Und ich würde es immer wieder machen. Laura? Ja? Hast du 2 Minuten für mich? Klar. Also ich habe mir Folgendes überlegt, weil du machst ja jetzt einen Tausch mit der Sandra. Ja. Und dann fände ich es cool, wenn wir mal ein schönes Fotoshooting zusammen machen. Ja. Also ich habe mir Folgendes überlegt, die Shirts,
Okay. Da wäre natürlich schön, wenn wir da ein paar Fotos mitmachen würden. Die werden mir nicht passen, ne? Versuch's mal einmal. Weil die sind sehr breit geschnitten. Ja, guck mal, das ist jetzt ja zum Beispiel, da wäre ich jetzt bauchfrei. Habt ihr die nicht in länger? Nee, das sind extra diese Teile. Ja, aber ich werde nicht bauchfrei. Nein? Nee. Okay, dann fangen wir erstmal mit dem längeren an und versuchen es mal. Ja, eine Herausforderung ist das schon so ein bisschen. Aber sie modelt natürlich auch das erste Mal und dann soll es gleich sexy sein. Wenn ich die ersten Fotos schieße und sage, okay, das sieht aber super aus und so, dann wird sie das gleich schon machen und sich auch wohlfühlen. Es ist sehr schwer für mich, also. Das kostet mich auf jeden Fall eine Menge Überwindung gerade. Ich fühle mich selber einfach nicht so wohl in meinem Körper und das dann noch vor der Kamera zu präsentieren in sexy Outfit ist halt nicht unbedingt, was ich gerne machen würde. Aber ich ziehe es jetzt einfach durch und hoffe, dass es für mich jetzt einfach schlimmer ist, als es im Endeffekt eigentlich ist. Oh, lach mal, Laura. Fühlt sich wohl, ja, ne? Mal schön lachen. Nee, ich fühle mich nicht wohl, aber alles gut. Ja, sieht aber gut aus. Ja, nochmal strahlen. Schön, super. Da vorne, genau, die Tür. Ja, genau, perfekt. Das ist doch ein Kataloglächeln. So, jetzt nochmal richtig lächeln. Guck mal, hast du so schöne Zähne. Wahnsinn. Im ersten Augenblick habe ich dann auch so gar nicht verstanden, warum sie das jetzt überhaupt so viel Überwindung kostet. Weil, wenn man sie so anschaut, sie ist eine hübsche junge Frau. Sie hat ein total hübsches Gesicht, die Haare, alles. Und das ist bei ihr so, sie ist sehr unsicher. Aber wenn man sagt, okay, Schatz, das sieht doch super aus und mach doch mal die Pose und macht und tut, dann merkt sie auch, ja, es ist wirklich schön. Es hat mir auf jeden Fall selbstbewusstseinstechnisch bestimmt gut getan. Und ja, ich bin aber trotzdem froh, dass jetzt Schluss ist damit. Zwischendurch hat es ihr so ein bisschen Überwindung gekostet, das hat man gemerkt. Aber am Ende hat sie gestrahlt und ich freue mich richtig, dass sie es gemacht hat, weil sie jetzt auch wirklich schöne Fotos hat. Na du? Na? Entspannst du schön? Ja. Ja, klar, jetzt kommt die Regeländerung. Ja, jetzt wird's ernst, ne? Jetzt darf ich mal. Eine Regeländerung wäre ein Unterwäsche-Shooting, habe ich es jetzt genannt. Ja. Du in Unterwäsche und ich mache die Fotos. Ja, schön wäre es für dich, ne? Ich verrate dir einfach mal gar nichts, du lässt dich einfach überraschen, was ich da für dich überlegt habe. Okay, ich mache auf jeden Fall alles mit. So, dann kannst du jetzt noch mal ein bisschen entspannen, ne, bevor hier Action los ist. Und lass dich einfach mal überraschen. Ich freue mich drauf. Okay. Ich hoffe, dass er die Regeländerung durchzieht, aber denke schon, dass er doch ein bisschen Bammel hat. Und hoffe auch, dass er ein bisschen Bammel hat und angespannt ist. Würdest du dich mit dem Rücken an den Stamm stellen und dann mal so in die Hocke gehen? Was, wenn ich kacken würde? Nein, du sollst dich sexy hinhocken und dann mal ein bisschen erotisch gucken. I'm too sexy for my shirt. Als er so lässig getan hat, habe ich im ersten Moment gedacht, ach Mann, doof. Er reagiert jetzt nicht unbedingt so, wie ich mir das erwünscht habe. Aber er hat immer mal ganz dezent gekichert. Und da habe ich mir gedacht, ja, so ein bisschen Unsicherheit ist da auf jeden Fall rauszuhören. Die Laura hatte ja ein sexy Fotoshooting und war wirklich komplett angezogen. Jetzt hatte ich heute ein Unterhosen-Shooting. Ich bin jetzt schon sehr weit gegangen, um der Laura auch zu zeigen, wenn man eine Aufgabe hat, muss man sie erfüllen. Und ich denke, das habe ich ganz gut gemacht. Weißt du jetzt, wie es mir so ein bisschen ging, warum ich mir da so ein bisschen schwer getan habe? Ich verstehe schon, dass es Überwindung kostet. Und du hast es ja in den Augen gemacht, das fand ich auch super. Ja. Und ich wollte dir halt zeigen, ich kneife auch nicht, ich mach's auch. Okay, aber auch wenn ich keine Fotografin bin, denke ich, da sind echt ein paar lustige und coole Bilder bei rumgekommen. Ja, das ist ja schön, die Fotos müssen ja nicht schön werden. Es reicht ja, wenn sie lustig sind, so wie ich bin. Das hat bestimmt geklappt. Zeig mal, kann ich mal sehen. Ich denke schon. Also ich habe meine Regeländerung erfolgreich durchgesetzt. Er hat sich wohl ein bisschen schwer getan. Das war ja mein Ziel. Jetzt gerade, was das Jackett ausziehen anging, finde ich gar nicht so verkehrt, dass er das nicht machen wollte. Weil ich wollte ja, dass er sich so fühlt wie ich, dass er ein bisschen Probleme damit hat. Und das habe ich geschafft. In Schlangen hat Laura all ihre Frauentauschprüfungen bestanden. Zum Abschied bekommt sie deshalb ein dickes Lob. So, komm mal noch rein. Lass dich noch mal drücken, Laura. Ja. Eine kleine Überraschung habe ich auch noch für dich.
Guck mal, hier habe ich dir eingerahmt. Ah, danke schön. Damit du immer daran denkst, dass du eine hübsche Frau bist. Ja. Ne? Wenn du mal morgens ein bisschen müde bist, guckst du aufs Foto und denkst, hübsch bin ich, singen kann ich Gas geben. Danke. Alles klar, Schatz. Ja. So, hier sind die anderen Fotos. Kannst du dir mit deinem Mann anschauen. Danke, mach ich. Drück deine Tochter. Mach ich auch. Stell deinem Mann schöne Grüße und danke, komm gut für alles, heim. Ja? Der Abschied war schön. Ich glaube, wir hatten eine tolle Zeit. Nur jeder Abschied ist ja auch ein Neuanfang. Jetzt gleich kommt mein Schatz zurück. Und das ist natürlich das Schöne an diesem Abschied. Die Verabschiedung war ganz herzlich. Und ich werde ein bisschen vermissen auf jeden Fall. Freue mich aber jetzt wieder nach Hause